Hallo und willkommen bei WW Wissen. Unterschätzte Gefahren sind heute unser Thema. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, warum wir unsere Sendung mit Pilzen beginnen. Der hier ist eindeutig giftig. Allerdings müsste man 10 von diesen Fliegenpilzen essen, um wirklich gefährdet zu sein. Und so ein Fall ist bis jetzt in Deutschland auch noch nicht dokumentiert. So leicht zu identifizieren sind aber nicht alle. Es gibt wesentlich giftigere Pilze. Da reicht schon eine ganz geringe Dosis, um ernsthafte gesundheitliche Schäden zu verursachen. Viele sind auch noch gar nicht so richtig erforscht. Und selbst Pilzprofis können fatale Fehler machen. Im Herbst streift Karin gerne durch den Wald auf Buchen. Und sie ist sich sicher, in ihrem Korb landen nur Schwammerl, die sie ganz genau kennt. Steinpilze, Birkenpilze oder Rotkappen. Und die schmackhaften Stockschwämmchen. Dass die einen gefährlichen Doppelgänger haben, ahnt sie nicht. Ich bin von klein auf direkt am Wald aufgewachsen und immer in Pilze gegangen. Und wir haben die immer mitgenommen. Also ich war mir hundertprozentig sicher, da hat es überhaupt keinen Zweifel gegeben. Die Ausbeute an diesem Tag ist gut. Karin Geiger hat besonders viele der vermeintlichen Stockschwämmchen gefunden. Zum Abendessen macht sie daraus eine Pilzpfanne, eine beinahe mörderische Mahlzeit. Doch das bemerkt sie erst 12 Stunden später. Gegessen habe ich es ja abends, so gegen 20 Uhr. Und dann war alles in Ordnung. Bin am nächsten Tag zur Arbeit, um 6 Uhr angefangen, noch nichts bemerkt. Und um 8 Uhr dann die erste Pause und ein bisschen was getrunken und dann wurde mir sofort schlecht. Hab mich dann auch innerhalb von einer Viertelstunde übergeben müssen. Und dann ging es gleich weiter mit Durchfall und das hörte nicht mehr auf. Statt Stockschwämmchen hat Karin Geiger Gifthäuptlinge erwischt. Und die enthalten dasselbe Gift wie der Knollenblätterpilz. Mit schweren Vergiftungserscheinungen wird sie ins Münchner Klinikum rechts der Isar eingeliefert. Ihre Leberwerte steigen, die Entgiftung schlägt nicht an. Karin Geiger schwebt in Lebensgefahr. Sie braucht rasch eine neue Leber. Die Transplantation rettet sie. Ein ganz typischer Fall, so Professor Thomas Zilker. Die Vergiftung mit Amatinin, dem Knollenblätterpilzgift, verläuft immer nach dem gleichen Muster. Sie hat zunächst keine Symptome gehabt und mit einer Latenzzeit, das heißt also zwischen Mahlzeit und Auftrennen der ersten Symptome, sind 12 Stunden vergangen. Und dann war die Symptomatik heftig, also starkes Erbrechen, starker Durchfall, starke Übelkeit, starke Bauchschmerzen. Und das ist ganz typisch für diese Art der Pilzvergiftung. Früher starb daran noch jeder 5. Patient. Karin Geiger hatte Glück, doch seit der Transplantation ist sie arbeitsunfähig, bekommt mit ihrem Spenderorgan häufig Probleme. Welcher Pilz steckt hinter einer Vergiftung? Das wird im toxikologischen Labor des Klinikums untersucht. Gut, wenn Pilzabfälle oder Essensreste vorliegen, dann gelingt es Bettina Haberl meist schnell, die Ursache zu ermitteln. Immer wieder stößt sie dabei auf hochgiftige Knollenblätterpilze. Egal ob grün oder kegelhütig, 50 Gramm davon im Essen sind für einen Erwachsenen eine tödliche Dosis. Oft steckt purer Leichtsinn hinter den Vergiftungsfällen, die Bettina Haberl aufklären muss. Ich kann mich an eine Geschichte zum Beispiel erinnern, haben die Patienten wirklich nur ein Pilzbuch in die Hand genommen und haben aufgrund von dem Vergleich des Bildes Schwammerl gesucht. Also die haben nicht mal den Text gelesen und hatten dann statt einen grünhütigen Täubling den grünen Knollenblätterpilz erwischt. Bettina Haberl und der Biologe Christoph Hahn unterwegs auf Entdeckungstour. Über viele der 5.000 bis 6.000 Pilzarten in Deutschland wissen selbst Fachleute wenig. Und bei Laien hält sich oft hartnäckig veraltetes Wissen. Einige Giftpilze galten irrtümlicherweise sogar als essbar. Der kahle Krempling zum Beispiel. Doch der kann tödliche Allergien auslösen. Lange wurden Todesfälle nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht. Kein Einzelfall. Vorsicht also bei älteren Fachbüchern, denn darin können Giftpilze noch als schmackhafte Speisepilze beschrieben sein. Der Grünling ist seit Jahrhunderten gegessen worden und hat in den 90er Jahren in Frankreich tödliche Vergiftungen ausgelöst. Und man hat das in Tierversuchen nachgestellt, auch bewiesen, dass ein Gift enthalten ist, das Muskelauflösung betreibt und das kann bis zum Tod führen. Oder die Giftlorchel, die früher als Speiselorchel bezeichnet wurde. Da kann man bei der richtigen Zubereitung sie zwar entgiften, aber ein Fehler und man ist tot. Jetzt drohen Schwammerlfreunden neue Gefahren. Zuwandererpilze.
Durch den Klimawandel wachsen bald neue, wärmeliebende Arten neben altbekannten Exemplaren. Wie dieser Giftpilz hier. Das ist ein kleiner Trichterling. Der sieht manchen Speisepilzen ähnlich. Der ist aus Nordafrika eingewandert, erstmal nach Spanien, dann nach Italien. Inzwischen ist er schon in Österreich bei Wien gefunden worden. Und der hat somit das übelste Vergiftungsbild, das man sich vorstellen kann. Bis zum halben Jahr Dauerschmerzen, die so stark sind, dass man an den Schmerzen sterben kann. 332 Pilzvergiftungsfälle wurden bei uns im letzten Jahr offiziell gemeldet, oft mit fatalen Langzeitfolgen. Karin Geiger wagt sich mittlerweile wieder ans Sammeln, doch nun beschränkt sie sich auf nur 5 Pilzarten, von denen es ganz sicher keinen tödlichen Doppelgänger gibt. Also, wenn Sie sich auch nur ansatzweise unsicher sind beim Pilzesammeln, dann doch lieber Pilz stehen lassen.